Hat sich Sophia Tomalla etwa heimlich mit ihrem Liebsten Loris Karius verlobt? Das hat dieses Posting zunächst vermuten lassen. Sophia zeigt sich in lasciver Pose und knapper Bekleidung, doch alle haben nur Augen für das funkelnde Schmuckstück an ihrer Hand. Schnell wird aufgeklärt. Nein, die schöne Schauspielerin ist noch nicht unter der Haube. Doch was hat es nun eigentlich wirklich mit dem Ring auf sich? Das verrät uns die 30-Jährige bei der Eröffnung des neuen Icos-Stores in Frankfurt im exklusiven bunte.de-Interview. Mir ist ja gerade so ein Ring aufgefallen, ja, nein, den du... Ich heirate nicht. Aber von Loris hast du ihn geschenkt bekommen. Ja, genau, aber ich heirate nicht. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass Sophia vor den Traualtar tritt. 2016 schließt sie mit ihrem damaligen Partner, dem Musiker Andy LaPlegua, den Bund der Ehe. Das Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer. Mit ihrer neuen Liebe Loris schwebt Sophia nun seit Anfang des Jahres auf Wolke 7. Also, liebe Sophia, steht vielleicht tatsächlich bald Hochzeit Nummer 2 an? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist immer so eine Frage, die muss man sich dann auch erst stellen, wenn man gefragt wird. Also ansonsten muss man sich die vorher nicht stellen. Also, hey, würdest du, wolltest du, hättest du gerne? Weißt du, das sind einfach so eine Fragen, das ist schwierig. Entweder man wird gefragt und dann macht man sich einen Kopf, will ich's oder will ich's nicht. Aber sich da vorher die Platte zu machen, erschließt sich mir nicht. Das Model sieht's also ganz entspannt. Und ob nun verheiratet oder nicht, Hauptsache ist doch, dass Sophia und ihr Loris zusammen glücklich sind.